Ich hab recht, oder? Du hast dich in Miriam verliebt. Gib's zu. Ja, du hast recht. Ich habe mich verliebt. Zufrieden? Du meinst, Werner und die Heidenberg stecken unter einer Decke? Jedenfalls hat sie ihn angerufen und hat ihm erzählt, dass ich verhindern will, dass die Straße gebaut wird. Was? Ja, gedroht hat sie mir. Also, sie sagt, sie hat mich gewarnt. Werner würde es gar nicht gerne sehen, wenn wir Erfolg hätten. Ja, da hat sie sogar recht. Was denkst du von mir? Ich muss schon mit deiner Mutter leben und das ist wahrlich nicht einfach. Aber ich werde nicht noch einen Rivalen akzeptieren. Was heißt das? Das heißt, dass ich will, dass du den Kontakt zu Felix abbrichst. Und zwar endgültig. From the first ray in the morning last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ich soll Felix die Freundschaft kündigen. Ich möchte, dass du ihm aus dem Weg gehst. Das ist das Beste für uns alle. Vor allem für ihn. Weil du deine Eifersucht nicht in den Griff bekommst, darf ich Felix nicht mehr sehen? Miriam, ich habe Angst, dich zu verlieren. Verstehst du das nicht? Felix ist mein ältester Freund. Er hilft mir bei meiner Therapie, das ist alles. Und du glaubst wirklich, das reicht ihm? Der Mann liebt dich. Aber ich ihn nicht und das weiß er. Und du denkst, irgendwann werden sich seine Gefühle dir gegenüber ändern? Wieso vertraust du mir nicht? Bitte, Miriam, bitte. Du musst Felix auf Abstand halten, sonst wird er sich in unser Leben drängen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Ich muss ständig über meinen Schatten springen, aber du nimmst keine Rücksicht auf meine Gefühle. Das stimmt nicht. Natürlich, ich muss mit deiner Stiefmutter leben und das ist wahrlich nicht leicht. Das ist was anderes. Ich kann Felix nicht vor den Kopf stoßen und das will ich nicht. Weißt du, Felix ist dir wichtiger als ich? Illegale Absprachen kann ich nicht decken. Ich möchte doch nur, dass du niemandem davon erzählst. Der Bürgermeister hat Johann gegenüber sein Wort gebrochen. Und wenn jetzt auch noch Korruption mit ins Spiel kommt, dann gehört das an die Öffentlichkeit. Wer weiß, wie das Schreiben überhaupt zustande gekommen ist. Es reicht doch, dass es überhaupt existiert. Es gibt einen Riesenskandal, wenn die Sache auffliegt. Noch dazu hätte Werner im Moment nicht mal die Chance, sich zu verteidigen. Du wirst Werner helfen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Ich möchte ihn nur nicht einfach so ans Messer liefern. Wir können uns keinen Skandal leisten. Ich glaub's nicht. Du liebst diesen Mann immer noch. Elisabeth, gib mir Zeit, bis Werner zurück ist. Ich verspreche dir, die Sache zu klären. Gut, ich werde Hildegard und Johann erstmal nichts sagen. Vorerst. Danke. Ich kann nur hoffen, dass Johann das nie erfährt. Ah, Herr Schwarzenbeck, Sie sind schon da? Eine schöne Frau darf man nicht warten lassen. Ich bin ja sozusagen in Vertretung von Herrn Saalfeld da. Sagen Sie, ich habe gehört, im Gemeinderat gibt es Schwierigkeiten wegen der neuen Straße? Ja, leider. Hildegard Sonnbichler läuft Sturm gegen das Bauprojekt. Mit der werden Sie ja wohl leicht fertig. So schnell lässt die Sonnbichlerin nicht locker. Die ist eine Wadelbeißerin. Der Wald gehört der Gemeinde, Sie sind der Bürgermeister und Frau Sonnenbichler ist eine kleine Gemeinderätin. Die kann Ihnen doch nicht auf der Nase herumtanzen. Täuschen Sie sich nicht. Die Sonnenbichlerin ist ein ganz raffiniertes Weibsbild. So habe ich die noch nie eingeschätzt. Die hat es sogar geschafft, dass die erste Abstimmung die Straße betreffend verschoben worden ist. Nur um mehr Zeit zu haben, Stimmung gegen die Straße zu machen. Hat sie denn irgendeine Chance auf die Mehrheit im Gemeinderat? Sie hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Zusammen mit Johann Gruber. Dem hat die Straße früher gehört. Ja zum Wald, nein zur Straße. Rührend. Sie sind gut. Die geplante Straße durch den Gruberwald ist unnötig. Der Golfplatz ist über die bisherige Anfahrtstraße gut erreichbar. Wir protestieren dagegen, dass wertvoller Baumbestand geopfert werden soll und setzen uns nachdrücklich für die Erhaltung des Waldes ein. Was gedenken Sie dagegen zu tun? Ich weiß es nicht. Die Listen liegen überall auf. In Geschäften, in Wirtschaften, im Dorfcafé.
Sie werden doch wohl in der Lage sein, sich dagegen durchzusetzen. Wenn wenigstens Herr Saalfeld da wäre. Der könnte mit der Sonnenbichlerin Tachles reden. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Darf ich das behalten? Selbstverständlich. Ich wäre Ihnen für Ihre Unterstützung sehr dankbar. Habe die Ehre. Du hast mich auch vor die Wahl gestellt. Wenn ich mit dir zusammenleben will, muss ich deine Stiefmutter akzeptieren. Wir können uns nicht dauernd gegenseitig Bedingungen stellen, Robert. Das ist keine Basis für eine Beziehung. Ach ja, jetzt auf einmal. Jetzt, wo ich eine Bedingung stelle, geht das nicht. Robert, wir lieben uns doch. Natürlich lieben wir uns. Nur leider gibt es da noch jemand anderen, der dich liebt. Ohne Felix' Hilfe wäre ich in meiner Therapie nie so weit gekommen. Das weiß ich. Ich möchte so gerne wieder laufen können. Willst du, dass ich jetzt meine Therapie abbreche? Nein, natürlich nicht. Ich wünsche mir auch, dass du laufen lernst. Alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche Felix. Ich kann dir doch helfen. Ich meine, ich kann das doch machen. Ich könnte das mindestens genauso gut. Du hast doch keine Zeit. Natürlich habe ich Zeit. Ich nehme mir Zeit für dich. Du bist der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Die Therapie ist nicht dein Ding, das hast du selbst gesagt. Das stimmt, aber da habe ich mich auch doof angestellt, weil ich nicht wusste, worauf es ankommt. Aber jetzt stelle ich mich hundertprozentig geschickter an. Das verspreche ich dir. Geht's dir nicht gut? Boah, ey. Mein Magen drückt so. Ach, geht bestimmt wieder vorbei. Sag mal, wie heißt dein Frauenarzt nochmal? Dr. Reinhardt, wieso? Warst du mit Xaver bei ihm oder bei einem Kollegen? Bei Dr. Reinhardt, natürlich. Ja. Der gute Mann hatte einen Unfall und ist gestorben. Was? Gott, der arme Dr. Reinhardt. Bist du dir sicher, dass ihr bei ihm wart? Ich glaube, ich muss dir was beichten. Okay. Der Termin letztens ist ausgefallen. Es hieß, Dr. Reinhardt sei krank. Wie? Die künstliche Befruchtung hat gar nicht stattgefunden? Nein. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Weil war einfach so enttäuscht. Da beim ersten Mal hat es nicht hingehauen, dann hat es schon wieder nicht geklappt. Das ist einfach frustrierend gewesen. Ja, aber du hättest es mir trotzdem sagen können, nein? Nein. Ich wollte dich damit nie auch noch belasten. Ach, du kannst doch sowas nicht einfach unter den Tisch kehren. Es tut mir leid, ich war einfach total durcheinander. Früher oder später hätte ich es doch rausbekommen. Ja. War blöd von mir, dich anzulügen. Entschuldigung. Blöd. Hm. Tut mir leid. Na, großartig. Und wie geht's jetzt weiter? Hm? Weiß ich nicht. Ja, also, auf jeden Fall wird das jetzt ganz schön kompliziert erstmal. Wie meinst du das? Ja, ich muss jetzt erstmal einen neuen Arzt finden und dann. Ja, genau, bis ich dann neuen Spender hab und so, deswegen. Ich hab mir gedacht, vielleicht wär's doch besser, wenn wir die Kinderplanung ein bisschen auf Eis legen.
Ach, auf einmal? Ja. Das ist mir alles viel zu anstrengend und außerdem bin ich auch ohne Kind glücklich mit dir, schau. Außerdem ist es viel wichtiger, dass wir uns haben. Egal, was passiert. Hm. Überrascht mich doch immer wieder aufs Neue. Wieso vertraut Robert mir nicht? Er hat keinen Grund, auf Felix eifersüchtig zu sein. Ein bisschen kann ich ihn ja verstehen. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn eine alte Freundin von ihm auftaucht und sich in ihn verlieben würde. Felix ist mein bester Freund. Aber ich werde Robert schon klar machen, dass er der wichtigste Mann in meinem Leben ist. Ah! Hey! Hey! Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie war's? Ja, wie war's? Wahnsinn war's. Ich meine, du warst ja selber da unten. Du weißt ja, wie es den Leuten da unten geht. Aber ich bin froh, dass ich dort gewesen bin. Und wie geht's dir? Ah, der übliche Fürstenhof-Wahnsinn, aber sonst geht's mir ganz gut. Du, was anderes, weswegen ich zu dir komme. Ich bräuchte ein paar Tipps für Miriams Therapie und ich würde ihr einfach gerne helfen. Ja, kein Problem. Ich habe noch ein Lehrbuch mit DVD zu Hause. Kann ich dir morgen mitbringen? Super, danke. Ich dachte, Felix hilft Miriam. Ja, aber ab heute übernehme ich das. Aber bisher lief es ja ganz gut mit Felix. Miriam hat große Fortschritte gemacht. Ja, aber ich finde es besser, wenn ich sie ab jetzt unterstütze. Aber Partner sind nicht gerade die besten Therapiebegleiter. Warum nicht? Die meisten Patienten setzen sich viel mehr unter Druck, wenn ihr Partner dabei ist. Aber die meisten Patienten sind mir egal. Ich will dabei sein, wenn meine Freundin wieder laufen lernt. Denn ich bin ihr Freund und nicht Felix. Ja, ist ja nicht so, dass ich dich nicht verstehen würde, aber du musst auch daran denken, dass es Miriams Therapie ist. Es ist für sie das Wichtigste. Das weiß ich und deswegen übernehme ich jetzt die Therapie. Danke. Tanja, jetzt komm rein und dann willst du die nächsten 100 Jahre auch vor mir abhauen. Nein. Möchtest du einen Saft? Ich hab, danke. Danke, dass du Mike nichts gesagt hast. Also ich meine, wegen dem Ausflug mit dem Quad und dem Streit und so. Weißt du? Bringt ja nichts. Was. Ich muss mich halt damit abfinden, dass du Mike liebst und nicht mich. Ich wollte dir wirklich nicht wehtun. Ach, Tanja, es ist ja nicht dein Problem, dass ich mich in dich verliebte. Ich hatte wirklich Angst, dass du Mike alles erzählst. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn er nichts erfährt. Ja, also keine Angst vor mir, fährt da nichts. Ach, Mann. Da haben wir jetzt gerade noch die Kurve gekriegt, oder? Ja, was soll's? Wenn du mich nicht willst, gibt bestimmt noch mindestens 1000 andere Frauen auf diesem Planeten, die mich wollen. Es ging aber jetzt ganz schön schnell. Ja, ich habe keine Lust auf 100 Jahre Traurigkeit und Einsamkeit. Wenn's mich doch. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Klar. Schön, dass du mich besuchst.
Ich hab dir was mitgebracht. Danke. Du kriegst die roten und die grünen? Und du die gelben und die weißen. Wie früher. Wie früher. Schön hast du's hier. Ja, ich zieh in ein paar Tagen um. In die frühere Wohnung von Roberts Bruder. Warum ziehst du nicht zu Robert? Naja, ich dachte, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn jeder seine eigenen vier Wände hat. Hast du Krach mit ihm? Nein. Wir haben uns in letzter Zeit ziemlich oft gestritten. Robert hat mitgekriegt, dass Felix in mich verliebt ist. Und er ist total eifersüchtig. Wenn es nach ihm geht, darf ich Felix überhaupt nicht mehr sehen. Und jetzt will er dir die Freundschaft zu ihm verbieten? Hab mich vor die Wahl gestellt. Felix oder er. Das ist heftig. Ja, und was machst du jetzt? Ich will keinen von den beiden verlieren. Robert ist der Mann, den ich liebe, aber Felix ist mein bester Freund. Wieso geht das nicht? Weil Felix in dich verliebt ist, Miriam. Ach, warum muss immer alles so kompliziert sein? Miriam von Heidenberg? Hallo, Max. Ah, danke. Danke, ich komm gleich runter. Meine Möbel sind hier, ich muss runter. Du, ich kann dir beim Umzug helfen, ich habe Zeit. Gerne. Kannst du mir mal einen Rollstuhl bringen? Ja, klar. Soll ich dir helfen? Das geht schon. Wie lange bleibst du eigentlich noch? Oh, keine Ahnung. Ich habe ein paar Bewerbungen laufen. Bleibst du hier, bis du einen Job gefunden hast? Ja, allzu lang werde ich mir den Fürstenhof nicht leisten können. Du kannst auch bei mir wohnen. Ist das dein Ernst? Klar, wir waren doch immer ein super Team. Ja, gerne. Schön. Komisches Gefühl im Magen. Mach dir einen Kamillentee. Hab ich doch schon in der Hand. Hast du Streit mit mir, ja? Warum schaffst du es nicht ein einziges Mal in deinem Leben, dich um deinen eigenen Kram zu kümmern? Also doch Streit, ja? Dieser Felix, ich könnte den Typen im See versenken. Wieso, was hat er denn gemacht? Er heuchelt diese Freundschaft doch nur vor, um in ihre Nähe zu sein. Sie weiß, dass Felix in sie verliebt ist. Das weiß sie. Trotzdem trifft sie sich mit ihm. Sie verbringt mehr Zeit mit ihm als mit mir. Ja, denkst du, sie hat Gefühle für ihn oder was ist dein Problem? Miriam liebt mich. Das weiß ich. Und nicht Felix. Ja, dann ist doch alles klar. Was machst du hier eigentlich für ein Theater? Weil ich nicht will, dass Felix sich in unser Leben drängt, Tanja. Du bist eifersüchtig. Das ist alles. Aha, das sagt die Richtige. Als Mike mit Marie, oder? Nee. Das war ein One-Night-Stand, okay? Und der hatte nichts zu bedeuten, das weiß ich mittlerweile. Ja, auch kleine Frauen sind lernfähig. Sie nicht gut? Na, ich mache nur eine kleine Pause. Sie sehen aber nicht besonders fit aus. Ich habe seit ein paar Tagen Kreuzschmerzen und manchmal zieht es mir einfach so in die Brust. Haben Sie sich mal durchchecken lassen? Ja, das passt schon. Wahrscheinlich haben Sie nur das Kreuz verrissen. Okay. Herr Bergmeister? Ja? Sagen Sie, sind Sie eigentlich auch für Umweltschutz? Schon. Wie kommen Sie drauf? Dann können Sie uns mit Ihrer Unterschrift helfen? Wir versuchen nämlich zu verhindern, dass da die Straße durch den Wald gebaut wird. Die Seifels werden von der Aktion nicht gerade begeistert sein. Immerhin geht es um die Straße zum Golfplatz. Hallo. Was hast du denn da? Wir machen eine Unterschriftenaktion zur Rettung von meinem Wald. Du bist ja richtig aktiv. Ja, kannst ja auch unterschreiben. Die Natur liegt dir doch auch am Herzen, oder? Ich habe nichts gegen deine Aktion, aber du wirst verstehen, dass ich das nicht unterschreibe. Ja, klar. Der Wald ist dir doch vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt eine perfekte Durchfahrt hier zum Golfplatz. Johann, ich habe mit dem Straßenbau nichts zu tun.
Ihr Saalfenster seid doch alle gleich, aber das eine sage ich dir. Ich werde hier um jeden Baum kämpfen, das kannst du auch deinem Mann ausrichten. Aber beruhigen Sie sich. Sammel deine Unterschriften, wo du willst, aber nicht hier im Fürstenhof. Ich lasse mir von dir meine Unterschriftenaktion nicht verbieten. Willst du mir jetzt damit sagen, Miriam soll Felix nicht mehr sehen, oder was? Dieser Typ baggert sie an. Soll ich etwa warten, bis sie weg ist? Ach komm, wenn du mit so idiotischen Verboten anfängst, dann verlierst du sie garantiert. Ist der da einen besseren Vorschlag? Du hast selbst gesagt, dass sie dich liebt. Du sollst jetzt irgendeinen Kerl anbaggern, der sich daran nicht ändert. Irgendein Kerl! Das ist Miriams großer Schwarm. Als sie ein kleines Mädchen war, hat sie diesen Typen angehimmelt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass sie mittlerweile erwachsen ist und dich liebt? Ja. Und manchmal frage ich mich, wieso. Wenn man Felix mit mir vergleicht, dann schneide ich nicht besonders gut ab. Aber spinnst du jetzt eigentlich total? Hast du schon mal gesehen, dass Felix ausrastet? Hast du das schon mal gesehen? Nein. Und warum? Weil er ein grundsolider, souveräner, gebildeter Typ ist. Ja. Und du bist cholerisch, sturköpfig, launisch, leidenschaftlich. Man denkt doch mal nach. Miriam liebt dich doch genau deswegen, weil du so bist, wie du bist. Ihr passt so gut zusammen, ich weiß gar nicht, was du hast. Der hat gar keine Chance, der Typ. Ich hoffe, du hast recht. Könntest du jetzt mal ein bisschen mehr Vertrauen in Miriam haben, bitte? Es gibt ein paar Dinge, da habe ich noch nicht mal Vertrauen zu mir selbst. Okay, dann fang endlich an zu üben. In der Beziehung muss man sich gegenseitig vertrauen. So wie du und Mike? Ja, so wie ich und Mike. Immer und in jeder Lebenslage? Ja, natürlich, weil Vertrauen ist einfach das Beste. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Was würde Mike denn sagen, wenn sich ein guter Freund von dir in dich verlieben würde? Ja, das wäre in Ordnung für ihn. In Ordnung? Du bohrst jetzt nicht bei mir, du kümmerst dich um deine Küche. Ich mach meins. Gell? Garmisch ist ein herrliches Skigebiet und die Zugspitze ist immer schneesicher. Ja, super. Aber das ist sicher für mich. Sind Sie Frau von Heimberg? Ja. Wo muss ich unterschreiben? Hier unten, bitte. Mhm. Danke, das ist für Sie. Vielen Dank. Wir sehen. Wiederschön. Schöne Überraschung. Ja zum Wald, nein zur Straße. Guten Flug. Alles klar? Ja. Gut. Komm. Weiter so. Sehr gut. Sehr schön. Du trainierst schon? Felix, ich habe versucht, dich anzurufen. Dein Handy war ausgeschaltet. Miriam wird ab jetzt mit mir trainieren. Es tut mir leid, dass du umsonst gekommen bist. Nein, ich bin nicht umsonst gekommen. Ich wollte die Uhr von dem Gast holen. Ich mach das schon. Danke. Merkst du nicht, dass du störst? Robert, bitte. Schon okay. Was ich wollte, habe ich hier. Musste das jetzt sein? Können wir jetzt bitte weitermachen? Frau Saalfeld, wo soll ich mir das hinstellen? Kannst du darüber tun. Was machen Sie denn hier, Frau Sonnenbichler? Ich springe für Elisabeth ein, die hat noch ein paar Besorgungen zu machen. Aha.
Mir ist den ganzen Tag so schlecht schon. Hast du was Falsches gegessen? Nee, aber ich habe so einen Druck im Bauch irgendwie. Sag mal, hast du vielleicht auch noch Sodbrennen? Ja, und geschlafen habe ich so schlecht. Wirklich, Tja, dann ist ja alles klar. Und wieso, was ist denn jetzt klar? Ja, genau so hat das bei mir auch angefangen, als ich mit Marie schwanger war. Was, Sie meinen, dass ich... Also, du weißt, ich bin nicht für die künstliche Befruchtung, aber ich freue mich für dich. Ich gratuliere dir herzlich. Ich krieg ein Kind. Ja, was ist denn los? Du wolltest doch unbedingt eins. Ja, schon. Es ist schon klasse. Ich bin aber überrascht. Dass das jetzt so schnell gegangen ist. Mensch, was die Medizin heute alles kann. Toll. Also dein Mike wird dir Augen machen, wenn du es ihm erzählst. Wenn du mich betrügen würdest, ich würde das nicht einfach so wegstecken. Und verzeihen schon gar nicht. Sehr gut. Wenn du so weitermachst, gehst du bald die Brötchen holen. Sehr schön. Komm, wir legen noch einen Zahn zu. Du bist super. Nächstes Jahr gehen wir auf den Hoteliersball. Dann wirst du über das Parkett wirbeln. Das verspreche ich dir. Robert, bitte mach das wieder runter. Das ist zu schnell. Aber wieso? Es geht doch. Komm. Robert, bitte. Okay. So besser? Ja. Komm, nicht schlapp machen. Bloß nicht schlapp machen jetzt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Komm. Robert, hör auf. Ich kann nicht mehr. Bitte mach das aus. Also eine Pause? Ja. Habe ich was falsch gemacht? Nein, es ist alles gut. Komm, ruh dich aus. Dann geht's bestimmt gleich besser. Vielleicht machen wir morgen weiter, ja? War das zu anstrengend? Nein. Ich trainiere nie länger. Sonst verpufft der Trainingseffekt. Zeit. Was ist denn hier los? Ach du meine Güte. Ja, zum Wald, nein, zur Straße. Die geplante Straße durch den Gruberwald ist unnötig. Der Goldplatz ist über die bisherige Anfahrtstraße gut erreichbar. Wir protestieren dagegen, dass wertvoller Baumbestand geopfert werden soll und setzen uns nachdrücklich für die Erhaltung des Waldes ein. Hildegard Sonnbichler. Ja, Frau Sonnbichler ist Gemeinderätin im Ort und die Frau des Chefportiers. Wir müssen das wegschaffen. Schnell. Ich hab zu tun hier. Nein, bitte, helfen Sie mir. Ja, ist ja gut. Entschuldigen Sie, das ist alles ein Missverständnis. Könnte ich bitte die Flugblätter wieder haben? Dankeschön. Danke. Was machst du denn da? Das geht zu weit. Wie kommt Frau Sonnbichler dazu? Charlotte, bitte reg dich nicht auf. Hast du davon gewusst? Nein, ich weiß nicht, wer das war. Hildegard bestimmt nicht. Hör auf, deine Freundin zu decken. Ich will sofort wissen, wo sie ist. Mit der Fürstenhof jetzt zum Agitationsplatz? Na, das wird Werner aber sicher sehr freuen, wenn er davon hört. Lassen Sie mal meine Sorge sein, Frau von Heidenberg. Sie scheinen ja mit der Hotelleitung völlig überfordert zu sein. Kein Wunder, dass es hier drunter und drüber geht. Danke dir. Ich bin so K.O. Stimmt, das hast du noch gar nicht erzählt. Wie lief dann die Therapiestunde mit Robert? Ja, also wir müssen uns erst ein bisschen einspielen. Aber ich finde es gut, dass er sich so viel Zeit für mich nimmt. Er gibt sich sehr viel Mühe. Und wieso sagst du ihm nicht, wenn es dir zu viel wird? Das habe ich auch, nur ein bisschen zu spät. Ich dachte, er merkt das. Felix merkt das immer, wenn ich müde werde oder wenn es einfach reicht. Du übst lieber mit Felix als mit Robert. Hm? Mit Felix ist es einfach lockerer. Bei Robert ist immer so viel Druck, das ist so...
als müsste ich morgen einen Marathon laufen oder so. Ich glaube, mit Robert funktioniert das so nicht. Du musst ihm sagen, wenn er dich überfordert. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Dann denkt er sofort, dass Felix als Trainer besser ist als er. Naja, das stimmt ja auch. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Ich habe zu Felix einfach mehr Vertrauen. Du hast mehr Vertrauen zu Felix als zu Robert. Was die Übung angeht. Ja, natürlich. Ach, ich habe heute Felix einfach vermisst. Und so langsam wird mir klar, warum Robert eifersüchtig ist. Wieso? Felix steht dir sehr nah. Und es ist kein Wunder, dass Robert Angst hat, dich zu verlieren. Ich kenne Felix, seitdem ich so war. Das weißt du ganz genau. Und ich weiß ganz genau, dass du damals schon für ihn geschwärmt hast. Damals. Felix ist nur ein Freund. Und er wird auch nicht mehr für mich sein. Bist du dir da sicher? Ja. Ich liebe Robert. Ich könnte keinen anderen Mann lieben. Hey, das habe ich gemerkt. Was hast du gemerkt? Das stört dich doch gar nicht, oder? Was machst du eigentlich heute Abend, Luise? Oh. Luise, könntest du bitte kurz gehen? Ich müsste mit Xaver sprechen. Geht's noch? Ist wirklich wichtig. Ja, dann sprechen wir später einfach. Okay, klar. Danke. Du hast mir gerade ein Date vermasselt. Was soll denn das? Luise wird dir schon nicht davonlaufen. Ich muss dir was sagen. Ach komm, Tanja, ich bitte dich, ist doch alles gesagt. Du liebst deinen Mikey-Boy, nicht mich, ist doch alles gut. Ich bin wahrscheinlich schwanger. Was? Ja, ist doch super, herzlichen Glückwunsch. Das Problem an der Sache ist, dass Mike weiß, dass wir gar nicht beim Arzt waren. Was? Warum? Der Arzt ist gestorben. Das hat er in der Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Bitte? Wir müssen uns unbedingt jetzt irgendwas einfallen lassen. Tut mir leid, Felix. Das ist echt blöd gelaufen vorhin. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich mit Robert trainiere. Es ist deine Entscheidung, mit wem du trainierst. Dann bist du mir nicht böse? Nein. Nein. Wie hat's denn geklappt? Gut. War sehr gut. Ich wusste nicht, dass es für Robert so wichtig ist, dabei zu sein. Hauptsache ist, dass du dich wohlfühlst und weiter Fortschritte machst. Ja. Es ist für ihn halt wichtig, dass er, also, dass wir gemeinsam... Robert will nicht, dass wir uns sehen, stimmt's? Nein, wie kommst du darauf? Miriam, es ist doch nicht zu übersehen. Hat er dich unter Druck gesetzt? Hat er? Er fühlt sich ausgeschlossen, weil wir zwei so viel zusammen unternehmen. Die Ausritte, das Training. Felix. Wir sind Freunde. Und das bleiben wir auch. Und wo bleibt es aber? Aber Robert ist der wichtigste Mann in meinem Leben. Und es ist sehr wichtig für mich, dass er das weiß. Kannst du das verstehen? Nein. Aber ich versuch's zu verstehen. Danke. Hast du Mike etwa gesagt, dass wir beide
natürlich nicht. Ich hab dir noch nicht mal gesagt, dass ich schwanger bin. Hast du denn schon so einen Schwangerschaftstest gemacht? Och. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Was mache ich denn jetzt, wenn Mike rauskriegt? Das ist doch gar nicht sicher, Philipp. Vielleicht kriegst du ja gar kein Kind. Ach, die Anzeichen sind doch eindeutig. Mir so schlecht. Sodbrennen. Meine Brüste tun mir weh. Nee. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Das wird mir Mike niemals verzeihen. Ich habe alles kaputt gemacht. Es ist doch gar nicht sicher. Vielleicht täuschst du dich ja auch. Aber was denn, wenn nicht? Was, wenn nicht? Ich schaff das nicht. Ich weiß. Mike wird mich bestimmt verlassen. Was mache ich denn dann? Ich kann doch so kein Kind kriegen. Tanja, du musst bitte echt zuerst einen Test machen. Da kommst du gar nicht drum rum. Sie haben ja ein süßes Baby. Wie alt ist er denn? 8 Monate. 8 Monate? 8 Monate, bist du mir? So ein süßer Kerl. Oh Mann, und wie süß er lacht, ein richtiger Wonneproppen. Sag tschüss, wir fahren wieder. Ja, tschüss, Wiedersehen. Na, übst du schon? Oh, ganz schön niedlich, der Kleine. Bist du aufgeregt? Aufgeregt? Warum? Ja, es könnte sein, dass eine schöne Überraschung auf dich wartet. Ach ja? Mehr will ich jetzt nicht sagen. Frau Sonn. Also die Unterschriftenaktion läuft großartig. Sogar Gregor Bergmeister hat unterschrieben und auch ein paar Hotelgäste. Du hast im Hotel Unterschriften gesammelt? Ah, das hat sich so ergeben. Oh, hoffentlich hat Charlotte dich nicht gesehen. Doch, hat sie. Und sie hat mir es auch sofort verboten. Aber das ist mir wurscht. Dann spreche die Leute eben irgendwo anders an. Hauptsache, ich bekomme genug Unterschriften. Johann, ich muss dich mal was fragen. Die Lobby vom Fürstenhof war heute übersät mit euren Listen. Hast du was mit dieser Aktion zu tun? Nein, natürlich nicht. Charlotte hat Hildegard im Verdacht. Hildegard? Nein. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, aber einer muss es doch gewesen sein. Hildegard wird Schwierigkeiten bekommen. Charlotte war außer sich. Ja, Charlotte soll sich lieber mal darüber aufregen, was ihr Mann treibt. Ich bin sicher, der steckt mit dem Bürgermeister unter einer Decke. Ja, aber wenn wir doch keine Beweise haben. Sag mal, willst du, dass ich aufgebe und zuschaue, wie sie hier meinen Wald abholzen? Nein, aber lass uns warten, bis Werner zurück ist. Charlotte hat mir versprochen, mit ihm zu reden. Und du meinst, das nützt was? Ich will nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Elisabeth, mach dir keine Sorgen. Ich bin schon mit ganz anderen Sachen fertig geworden. Feierabend. Feierabend? Den gebe ich dir gleich. Na los, Kartoffeln schälen, hä? Tja, so was. Da sind Sie ja. Wie kommen Sie dazu, hier Flugblätter zu verteilen? Die ganze Lobby war übersät mit Papier. Das war ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Hier steht doch Ihr Name. Ja, ich bin für die Unterschriftensammlung verantwortlich. Aber... ich habe diese Flugblätter nicht verteilt. Ja, und wer war's dann? Ich habe keine Ahnung.
Bisher dachte ich immer, Sie stehen zu dem, was Sie tun. Das tue ich auch. Und wenn ich Ihnen sage, ich war das nicht, dann müssen Sie mir das glauben. So muss ich das. Ich lüge nicht. Ich dachte, wir würden uns kennen nach dieser langen Zeit. Eben. Das habe ich auch gedacht. Hildegard, Sie wissen, dass das ein Kündigungsgrund wäre. Du hast deine Belohnung verdient. Wofür? Dafür, dass du mich als deinen Trainer ausgehalten hast. So schlimm war es auch nicht. Doch, war's. Du warst fix und fertig. Ich habe dich viel zu sehr unter Druck gesetzt, stimmt's? Sag die Wahrheit. Vielleicht ein kleines bisschen. Warum sagst du mir nicht, wenn ich dich überfordere? Ich wollte dich nicht enttäuschen. Und ich wollte alles richtig machen. Und hab's wieder mal nicht hinbekommen. Letztes Mal, da habe ich dich viel zu wenig angespornt. Und dieses Mal viel zu viel. Dann wird es beim nächsten Mal genau richtig sein. Mit Felix hattest du nie solche Probleme. Er macht immer alles richtig, oder? Du kannst es mir ruhig sagen. Ich halte das aus. Felix hat einfach ein bisschen mehr Geduld. Ja, Geduld war leider noch nie meine Stärke. Aber du hast so viele andere Stärken. Ach ja? Was zum Beispiel? Test funktioniert überhaupt? Das ist ja erst ein paar Tage her. Wenn ich fühle, dass ich schwanger bin, dann wird auch der Test funktionieren. Das klingt logisch. Wie war das denn bei Nathalie? Hat die auch einen Test gemacht? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie das war, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, wir müssen das ja auch nicht machen, wenn es eh nichts bringt. Na komm, jetzt haben wir das Ding gekauft, jetzt machen wir den Test auch. Wie funktioniert denn das überhaupt? Hier, gehst du mal. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, wenn ich jetzt schwanger bin. Das wäre eine komplette Katastrophe, Xaver. Sonja, wenn du schwanger bist, dann kommt das sowieso raus. Außerdem, die Chancen stehen auf 50-50. Vielleicht kriegst du ja gar kein Kind. Ja. Ich mach das mal lieber, stimmt. Und was soll ich jetzt Mike sagen, wenn ich schwanger bin? Jetzt warte bitte erstmal das Ergebnis ab. Viel Glück. Ich muss mit dir reden. Das brauchst du nicht. Ich habe schon begriffen. Es ist besser, wenn ich das Feld räume. Wie meinst du das? Ich gehe morgen zu deiner Mutter und kündige. Was? Warum willst du denn weg? Weil Miriam dich liebt. Und ich will nicht der Grund dafür sein, dass ihr euch ständig streitet. Okay, warte. Miriam und ich hatten Probleme. Aber die haben wir geklärt. Robert, du kannst Gefühle nicht einfach so klären. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Ich verlasse den Fürstenhof und zwar morgen. Felix, mir ist auch etwas klar geworden. Was? Miriam braucht dich. Bitte, Felix.
Miriam zuliebe. Sieht man schon was? Ja, das dauert irgendwie noch hier. Wieso denn ausgerechnet jetzt? Geh einfach nicht hin. Hi, Mike. Hey. Mike? Wo warst du? Ich hab dich überall gesucht. Warum hast du dein Handy ausgemacht? Mein Akku ist doch kaputt. Also, der ist wieder kaputt. Was ist los? Frau Sonnenbichler hat mir gesagt, du hast eine Überraschung für mich. Nein. Ach, doch. Ja, also nein. Ich. Ja, da war es falsch verstanden. Bist du schwanger? Wir haben doch immer verhütet. Und der Arzttermin ist auch geplatzt. Von wem sollst du also schwanger sein? Tanja, sag mir die Wahrheit. Ich hab mit Zava geschlafen. Und wohin geht die Reise, wenn ich fragen darf? Du darfst nicht, aber ich sag's dir trotzdem. Nach Shanghai. Shanghai? Vielleicht gefällt es dir dort so gut, dass du nicht mehr zurückkommst. Ich bleibe im Fürstenhof, bis Miriam 25 ist. Weißt du was? Ich werde mir diese Vorträge nicht weiter anhören. Geh. Geh. Los! Hey, keine Angst. Ich bin's. Ich stehe vor meinem Pferd. Tja, was ist damit? Na, da drin sind die Flugblätter hierher transportiert worden. Vom Copyshop. Gedruckt. Ich habe jetzt auch eine Idee, wer dahinter steckt.